Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein neues Video. Heute geht es um eine Grafikkarte, um eine Nvidia GTX 980 Ti. Das ist ganz normales Referenzmodell, also kein bestimmter Hersteller. Und so sieht die Karte aus. Da seht ihr ganz Lüfter verschmutzt und die Platte, wie verbogen die ist. Guckt euch das mal an. So, da baue ich schnell mal unseren Benchtest auf und schauen wir mal, was die Karte gleich machen tut hier im Schnelldurchlauf. So, Netzteil ist an. Habt ihr gesehen, die Lüfter haben nur mal kurz gezuckt und das war's dann auch. Hier sind unsere zwei 12 Volt Eingänge. Und jetzt schauen wir erstmal hier an der Spule. Sagt er uns im Mega-Ohm-Bereich. Ja, ist in Ordnung. Die andere Spule. Auch Mega-Ohm-Bereich ist in Ordnung. Dann messen wir unsere die Spulen für die Kernspannung, das ist einmal 1, 2, 3 der, 1, 2, 3 der. 3 Ohm. Circa 3 Ohm. Das ist normal für die GPU, für die 89 Ti, das ist normal. So, jetzt messen wir unsere Speicher. Das sind die Spulen, die für die Videospeicher zuständig sind, für den RAM. Müssen so bei 63 Ohm sein. Ja, 60 Ohm. So, das scheint in Ordnung zu sein. Ist bei 450 Ohm, das ist auch in Ordnung. Und das ist jetzt der 12 Volt, ja, der andere 12 Volt Spule. So. Und hier haben wir 2 Ohm. Hier haben wir auf jeden Fall einen Kurzschluss. So. Und der geht definitiv auf diese 6 Spulen für die Spannungsversorgung für die GPU. Und ich denke mal, einer von den MOSFETs wird wahrscheinlich einen weg haben. Ein Kurzschluss ist oder sonstiges. So, jetzt schauen wir uns das mal mit dem Mikroskop nochmal an. So, und dieser DR-MOS, der sieht verdächtig aus. Da sieht man die dicke Lötkugel an der Seite. Wahrscheinlich durch einen Kurzschluss ist das Zinn unter dem Chip alles rausgelaufen. Und hier auf der Seite sind auch ein paar Lötkugeln. So, dann werden wir jetzt nochmal jeden DR-MOS mal durchmessen, hoffen, was die Widerstände sagen. Und danach werden wir, denke ich mal, versuchen, den MOSFET mal auszulöten. So, dann würde ich sagen, messen wir die MOSFETs mal durch. So, Pin 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sehen wir 3 Ohm. Auf jeden Fall ein Kurzschluss.
Nochmal. Pin. 3 Ohm. So, jetzt messen wir noch die anderen durch. Und was die uns sagen, 31 Kilo-Ohm. 35 Kilo-Ohm. Auf 35 Kilo-Ohm. Die oberen vier. Kilo-Ohm, auch in Ordnung. Und die letzten zwei noch. Auch bei 31 Kilo-Ohm, ist auch in Ordnung. Der ist auch bei 35 Kilo-Ohm, auch voll in Ordnung. So wie es aussieht, ist das hier unser Übeltäter. Der hier. Markieren wir den mal. Löten den gleich mal aus und dann schauen wir mal, was passiert. Ob unser Kurzschluss noch da ist oder nicht. Wie ihr gerade hier in dem Video seht, versuche ich den DMOS rauszulöten. Und das ist mir nicht gelungen. Ich habe, keine Ahnung, bestimmt 3, 4, 5 Mal versucht, das Ding echt runterzukriegen. Und das Ding ist einfach fest. Das Ding ist einfach festgebacken. Und deswegen wollte ich da jetzt auch keine Gewalt anwenden, um nicht die Pads von der Platine zu reißen, und deswegen kam für mich keine andere Methode mehr in Frage, außer den DMOS rauszufräsen. Und das machen wir jetzt.
So, hier habe ich eine andere Videokarte. Wie man hier sieht, ist hier ein Dingens. Die ist durchgebrannt in den PCBs. War ich am Anfang ausfräsen, aber Kurzschluss ist immer noch da. Das ist so ein längeres Projekt. Vielleicht kriege ich sie noch irgendwann mal hin. Aber wir löten hier jetzt erstmal hier den Dermos hier aus. Das ist ein anderer Gegensatz zum, das ist das FDMF 6823C. Bisschen anderer, aber ich habe die Daten verglichen im Datasheet, die blende ich auch mal gleich ein. Müssten eigentlich passen. So, dann wechseln wir zum Mikroskop. Masse in unsere Spule. Seht ihr, jetzt haben wir 3,4 Megaohm-Bereich.
So, hier seht ihr 33 Kilo. Scheint in Ordnung zu sein. So, die Karte ist gereinigt, geprüft, kein Kurzschluss. Und jetzt machen wir unseren ersten Test. So, unser Teststand ist aufgebaut. Jetzt lege ich noch so einen Kühler hier drauf. Und wir haben ein Bild, nice. Netzteil wieder aus. So, Karte ist zusammengebaut, Lüfter ist dran, Kühler ist dran. Jetzt versuchen wir mit dem Rechner mal hochzubooten. Mal Netzteil an. Na, Sekunde. Tastatur noch anschließen. So. Nochmal von neu. Netzteil machen. Mainboard dann. Und wie wir sehen, die Lüfter laufen schon. Startet jetzt Windows, sind wir auf unserem Desktop. Tech Power Up, GPU Z. Ich mache mal die Kamera mal hier näher dran, dass ihr das auch besser sehen tut. So. Sehr schön. Unsere GTX 81 Ti-Sensoren. Na, starten wir einmal Vormark. Und lassen die Karte mal ein bisschen laufen. Ich werde jetzt erstmal ein paar Runden Rocket League spielen. Keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann sehen wir, ob die Karte noch irgendwas ausspuckt oder nicht. Na, hier seht ihr gerade die FPS. Hier die GPU-Temperatur, 50 Grad. Steigt langsam an. Und ihr seht hier GPU Core Clock, Memory Core Clock. Nochmal die Temperatur zum Vergleich, auch hier zu sehen. Ja, wie gesagt, ich lasse den jetzt erstmal ein bisschen laufen und dann schauen wir mal, was weiter passiert. So, da sind wir wieder. Und unsere Karte läuft jetzt, wie man hier oben sehen kann, eine Stunde 27 Minuten, also 1,5 Stunden. Und ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Höchsttemperatur von der Karte ist 63 Grad. Hier sieht man auch, das ist eine ganz normale Nvidia GTX 980 Ti, ist halt ein Referenzmodell. Und hier sieht man noch die aktuellen Treiber. Ja, was heißt aktuellen? Treiberversion vom 21. Juni, Windows 10. Ja, die Karte, wie gesagt, ist jetzt 1,5 Stunden durchgelaufen. Ich denke mal, das Ding wird weiterlaufen. Die Reparatur war auf jeden Fall erfolgreich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Ansonsten schaut mal wieder rein. Bye.